Pulsarstrahlen, Bilderrahmen. Warte mal, kann ich das jetzt machen? Eschenbretter, Kometenpulver. Kometen habe ich jetzt gesammelt. Aber ich brauche einen zerkleinerer. Du magst exotisches Essen? Kriegst du von mir. Du isst alles. Oh. So, Maulbeersamen. Kann der Maulbeerbaum dann mal wachsen? Der will keine Seelentröste. Sorry, dass ich gerade ein bisschen still bin, aber ich habe gerade das Gefühl, dass meine Stimme mir wieder abhaut. Scharfe Scheren. Der muss zu essen geben. Nee. Okay. Was gibt's hier noch zu entdecken? Ein Leuchtturm, aber der ist hinter der Nebelbank. Durch die Nebelbank komme ich noch nicht durch. Gar nicht geangelt.
Oktopus. Zerbi? Bist du's? Eine gemeine Goldmakrele. Interessant. Königslachs. Zeich gibt's. Der helle Wahnsinn. Ich wollte Zink verarbeiten. Zink. Okay. Zink ist extrem schwer. Ja, schön, Old Central. Ist okay, ich muss weiter brennen. Zink. Sehr cool. Und Esche. Dann kann ich doch... Lass mich kurz mal ein paar Eschenbretter brennen. Esche. Kometenpulver, da brauche ich den Zerkleinerer für. Pulsarbarren. Okay. Kommen wir vom einen ins nächste. Ach, Schatz, wo ist dieser Mann nur? Du bist diese Lieferantin. Nein. Du bist einfach nur eine Autogrammjägerin? Nein. Wer könntest du also sein? Larry Salzberg dreht einen neuen Thriller. Meine Güte, was für ein Zufall. Ich musste erst kürzlich an ihn denken. Schatz, hast du das gehört? Wo ist er nur? Er war doch gerade noch hier. Also, wenn es für Larry ist, sage ich sofort zu. Gut. Wir haben den Dings gemacht. Das konntest du meine Frisur ablesen. Aha. Alles klar. Ja, warte mal. Was haben wir hier? Hallo. Ich hüte das Haus für meine bescheuerte Chefin. Als Assistentin hat man es recht nicht leicht. Ich weiß schon. Ich sollte mich nicht beschweren. Ich darf in diese Villa abhängen und ihr Klo benutzen. Die Klobrillen sind so warm. Ich könnte den ganzen Tag dort verbringen. Neues Rezept. Alu Gobhü. Warte mal.
denn der Kerl da? Was machst du hier? Kundschafterin. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Wir haben es schon probiert. Der harte Kerl konnte sie nicht aufbrechen. Wer auch immer hier wohnt, hat sie gut abgesichert. Sicher steinreich. Was bedeutet, dass da was drin ist, was sich zu stehlen lohnt. Deshalb schließe ich meine Haustür nie ab. Dann wissen die Leute nämlich, dass es bei mir nichts zu holen gibt. Was natürlich gar nicht stimmt. Aber das ist nun mal ein Psychospiel. Du darfst gerne reinkommen, aber du betrittst eine Welt der Schmerzen. Ich hab die Regeln nicht aufgestellt. So ist das Leben da draußen nun mal. Aha. Ich werde aus denen noch nicht so ganz schlau. Okay, da, von da kamen wir. Ach, da hört's dann auf. Okay. Alles klar. Das ist ein total komisches Gebiet hier. Mich irgendwie runter? Ja, hier. Nee, ne? Nein, ich bin es. Oh Mann. Du Held. Also man kann quasi nicht durch die Tür dann wieder... Man entsperrt es dann nicht automatisch. Ist irgendwas auf den Stockwerken hier? Scheint nicht so. Okay, das haben wir schon. Okay. Ha. Neues Rezept gelernt. Pommes! Das geht mit dem Abprallen dann erst hier richtig. Okay. Dann sind wir hier durch. Da gibt's nix.
Es ist zu dunkel zum Navigieren. Das passt. Gebratenes Hühnchen. Wie kriege ich gebratenes Hühnchen? Begib dich zum Embertown Park. Embertown Park. Baue eine Schmiede. Begib dich nach Hummingbird. Rede beim Nordseepier mit Larry. Machen wir uns einen Pulsar. Wer bist denn du? Ein Silberdrache. Okay. Ich sollte aber noch den Meteorschauer mitnehmen. Weil wichtige Ressourcen und so. Gibt auf jeden Fall wirklich viel zu tun hier. Na? Na? Oktopus. Chabby. Morgen. Jo. Also Meteorschauer sind schon sehr cool. So. Yep. Hat er gerade gesagt, das wird ein Begräbnis? Scheinbar. Wie so ein kleines Feuerwerk. Sehr süß gemacht. Das ist so viel. Jetzt kommst du auch recht gut an Glimps hören, ne? Das war's. Also die Kometenschauer solltest du immer mitnehmen. Brief von Albert. Ich hatte das Vergnügen, deinen Onkel Atul kennenzulernen. Was für ein Kerl. Er hat mir ein paar Tipps für die Werft gegeben.
Dafür möchte ich mich erkenntlich zeigen. Meine Jungs haben das hier in unseren Docks gefunden. Und vielleicht gibt es dort etwas Nützliches. Richte deinem Onkel Grüße von mir aus. Schatzkarte. Cool. Eine Rinderlizenz, gültig für eine Kuh höchster Güte. Aha. Kisten dann Pulsar. Sehr gut. Astrid ist versorgt. Was sind die anderen? Kleine! Ach, du willst was essen. Es müssen mindestens zwei Sachen sein. Eine Paella. Drücken durch dich auch. Weil ich's kann. Giovanni. Gehoben. Es fehlt nur noch Atul, dann habe ich, glaube ich, alle versorgt. Wenn ich jetzt wüsste, wo Atul ist, da ist Atul. Jetzt flieg halt nicht weg. Das ist wieder hingeflogen da. Bruce und Mikey, okay. Maulbeersahne, nice. Kann man gut verkaufen. Oder noch eine Baumplantage. So, jetzt hier hin. Was denn? Ja, ja, ich weiß, Pulsare. Habe ich vorhin vergessen, hier auszusehen, oder ist ein Schaf hungrig? Gutes Timing. Da sind die Pulsare. Ran an den Speck.